Dann weiß man ja jetzt gleich Geschichte. Aus dem Weg. So, und noch einen roten Fuchs, dann müssen wir kurz ein bisschen mehr suchen, wie es scheint. Wunderbar! Hey da, jetzt bin ich da! Boah, er haut aber ganz schön rein. Ja, komm, der liegt schon am Boden, du kannst ihn in Ruhe lassen. Scheiß Tierquäler, du. Füchse, die dich töten wollen, haben auch Gefühle. Ah, wir können ja mit unserer... Geht das schon? Was mache ich denn da? Kann man noch nicht benutzen, leider. Schade. Wollte ich mal diese Kettensäge zeigen. Aber ich sammle jetzt mal schon mal ein, dann kann ich einmal kurz zeigen. Übrigens, man sieht halt immer nur, man kann ja Kombos machen halt, wie oft sie angreift. Und man sieht halt, am ersten Schlag für den ersten Kombo und falls den zweiten macht, den zweiten und so weiter. Deswegen sieht halt immer eine Anzahl der Kombos, bis maximal 3 geht, soweit ich weiß. So, jetzt kann man das mal zeigen. Kettensäge. Slack. Tut natürlich nicht so doll weh, ist ja ein niedriges Level. So. Wow, zeigt das Tier in dir. Hier los, die ist schon ein bisschen höher, also Elite-Spartaner, Morrigan, Wikinger, Da Vinci, Morgan Le Fay, Kaiserin, Shiva, sie selbst, nicht sie selbst hier, das ist sie, 120 Kettensäge. Ich weiß gar nicht, was die hier sucht, wahrscheinlich war eine Titelquest, muss sie jetzt 1000 Stück davon töten oder so. Wunderbar! Aus dem Weg! So, und... Wunderbar, ich strecke euch mit einem Schlag nieder. Und... Nein, kommt zweiter Schuss aber. Ja, geht doch. Warum haben die Füchse nicht ein Horn? Soweit ich weiß, ist das nicht normal bei Füchsen. Aus dem Wunderbar. Weg. Dadadadum. Ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Ihr könnt maximal schon das erreichen, wenn ihr die Quest nicht habt. Wow. Ja. Delta können dann maximal Stufe 24 werden. Die können sogar höher als hier werden. Was ein Wunder. So. Oh Gott, wir finden ja kaum Perlen. Ich glaube, ich sollte ein bisschen schneller machen. Wir uns langweilen uns zu Tode. Mysterium hat Stufe 130 erreicht. GZ. Peter, jetzt bin ich dran. Ich finde die ganze Musik in dem Spiel ganz nice. So, es geht los. Peter, jetzt bin ich. Na, dann halt den da. Und sie. Schade. Ja, übertreib's eben. So, es geht los. Ich strecke euch mit einem Schlag nieder. Boah, nur ein Stück. Sie spielt anscheinend auch schon länger. Sie hat auch so einen blauen Arm. Was soll ich tun? Aus dem Weg! Peter, jetzt bin ich dran. Okay. Hat sie noch ein Combo rausgehauen? Ja, leider nicht. Jetzt haben wir schon 10 Teile. War schon ein Drittel geschafft. Und nochmal drauf. Fein. Und super, nix. Quest-Items für die man sagen muss, kann man übrigens später, wenn man dieses Jackpot-Teil hat, nicht da reinmachen. Also angemerkt. Wunderbar! Heda,
jetzt bin ich dran. Schnack, schnack, schub, schub. Und die Kettensäge. Aus dem Weg. Und okay, der ist tot. Ja, ist okay. Jetzt habe ich gleich 15, super. Wie gesagt, es gibt halt so Titelquests, da muss man von denen zum Beispiel 1000 töten oder sonst mehr, die sind halt extrem übertrieben. Da muss man echt, finde ich persönlich, Langeweile ganz schön viel haben. Ich habe halt so eine, nur so eine Titelquest, die man nebenbei macht beim Kämpfen, die dauern dafür noch länger, weil man nicht direkt auf die Farm kann. Aber dafür merkt man davon kaum was oder bleibt man so fertig, weiß ich trotzdem. Und tot, das ging ja flott. Wunderbar, hey da, jetzt bin ich zu. Boah. Trikantel Level 30. 130. Ach ja, das ist automatischer Kampf. Wenn ich hier drauf drücke, wird mal einer von den 20 Punkten abgezogen und jetzt greifen sie selber an. Super. Man merkt, die stellen sich schon ziemlich blöd an, weil das einfach unnötig war, das rauszuhauen. Deswegen lasse ich das auch. Also wie gesagt, das braucht man irgendwie nicht, finde ich. Das benutzt praktisch, wenn man einfach automatisch hinrennt. Und halt kurz dabei nicht vom PC ist. So, wir müssen mal kurz ein paar Knödel benutzen, weil unser Schwertkampf ein bisschen wenig Leben hat. Die guten alten Knödel. Schlupp. Und Attacke. So, und dann auf den hier. Und der geht auf den. Rein. Und einsammeln. Immer noch 18. Was geht denn da los? Dahin. Auf den da. Hey da, jetzt bin ich dran. Killt danach vielleicht die Schützen? Ja, praktisch. Ja, die Kettensäge killt sowieso, von daher ist eh egal eigentlich. Aus dem Weg. Jo. Okay. Oh, die hat gar nicht getroffen hier, die Schützen. Das ist aber peinlich. Sowas sollte aber nicht passieren. Ja, jetzt wechselt er auch die Position, blöd ist der Fuchs nicht. Und Angriff. Klatsch. Ja. Später werden die Kämpfe auch viel interessanter, muss man. Da gewinnt man nicht so hoch locker flockig, denn da muss man sich schon anstrengen, gerade bei Bossgegnern. Wenn dann noch ein paar mehr Söldner sind und hier sind auch vielleicht noch links und rechts eine Gruppe von einem. Ach ja, das kann ich auch gleich mal zeigen. Ach, das geht jetzt gerade nicht. Fangen wir an. Jo, zeige ich gleich mal. Wenn ich gerade mal durchlese, was stimmt, was ich hier benutzen will. So, ich werde mir jetzt ganz klein heimlich meine Kippe drehen, die mich hier angegriffen habe, halbwegs. Davon dürfte man nicht gar nicht so viel merken, weil ich besser als eine Frau bin. Also ich kann noch viel mehr Multitasking. Und ich zinse mich nur nicht, drehe sie selbst noch per Hand jetzt. Also nicht per Hand, sondern ich stopp's. Ich verwechsel das immer wieder. So, 26 haben wir schon. Dann noch ein los. So, mal sehen. Die kommt dahin. Ah, wir sind Level 20, dann haben wir unsere 10.000 Gold hier erhalten. Können wir gleich wieder verpfeffern. Ja, 100.000 meine ich natürlich.
Mit Zahlen habe ich nicht so. Das hat man, glaube ich, schon mitgekriegt. Ich habe bei anderen Parts mal geguckt, da sage ich mal, wenn es um Zahlen geht, irgendwelche falschen Zahlen. Das ist auch mal lustig. Da sage ich, glaube ich, an dem einen sage ich, dass es, glaube ich, ein Let's Play Part 40 Gigabyte hat, aber es sind nur 4 oder sonst was. Ah, guck, und Alpha Schaf sieht halt zu lustig aus, habe ich aus dem weggedrückt, hätte ich mal zeigen können. Das ist halt so ein schönes Schaf hier. Kann man auch später gegen kämpfen, Alpha Schaf. So, Level 20 geworden. Ach genau, jetzt kann man einen neuen Söldner anheuern und natürlich unseren schönen Wikinger. Da haben wir einen. Der hat jetzt leider keine Waffe und gar nichts. Vielleicht finden wir ja zufällig was. Mal schauen. Ja, natürlich. Was ein Zufall. Nach dem Seelenharnisch, dann geben wir erstmal so normale Rüstung. Ich hole später was oder mache später was Neues für ihn natürlich. Und zwar reckt er noch so sehr mit Level 1. Das hier, das hier. Und die Schuhe noch. Da hat er wenigstens etwas. So, der Wikinger ist wie unser Main, er greift auch zwei links und rechts von sich an. Und da sehen wir ihn hier. Wunderbar. Ja, er hier. Ist auch später ein ganz guter Tank, eben als Vergleich. Wunderbar. Die Söldner auf Level 14, gerade mal 549, 560 knapp und er hat jetzt schon 1000. Also er ist sozusagen unser zweiter Tank. Unser Main kann zwar auch ganz gut tanken, aber wenn der Main stirbt, ist mein Game over. Wenn die Söldner sterben nicht, die Söldner kann man auch wiederbeleben im Kampf mit den richtigen Rollen. Die kosten aber auch viel. So, bei ihm zeigen, er macht natürlich jetzt nicht wirklich Schaden. Ja. Liegt halt an den Level. Aber soweit wir die erste Quest abgeben, kriegt er genug, um ein paar Level zu steigen. Wobei, auf den Level weiß ich nicht, ob es so viel bringt. Aber ein bisschen was auf jeden Fall. Und jetzt noch den hier. Und einsammeln. Ja, ob das vielleicht die drei Stück geben, mal sehen. Natürlich nicht, einer fehlt uns noch, war ja wie zu erwarten. Was soll ich tun? Ups, da hätte ich fast mein Bier umgeschmissen. Es war zu, aber ich glaube, das wäre dann auch geknallt. So, das, das. Darf ich den noch an? So, mal sehen, ob ich in der nächsten Runde auch was killen kann. Ah, super. Haben wir gleich unser Teil hier gekriegt. Ich überlege, vielleicht nochmal... Ah, schade, ist tot. Dann müssen wir vielleicht... Können wir ihn hier vielleicht ein bisschen anschwächen? Ja. Hier hat der Schamane vielleicht mal drauf. Versucht, dass er einen Kill kriegt, dann kriegt er ja viel mehr EP. Schade. Na sehen, vielleicht hat er jetzt Glück. Nee, leider nicht. Schade. Oder doch. Oh, hier doch. Ein bisschen EP hat er jetzt gekriegt mehr. Statt 226. So kann man später richtig gut Charakter hochleveln. Weil man halt Level 80, sage ich mal, ist und Charakter hat die... kaum Level haben, kann man später versuchen, dass die Gegner halb tot sind. Wenn ich meine Schark die AOE-Skills haben, dann machen die den letzten AOE-Skill bei eingehen, wenn die fast tot sind, dann kriegen die massig EP, so kann man ziemlich gut hochleveln. Das habe ich wieder mit meiner Gruppe immer gemacht und das geht natürlich bei meinem Team gesagt ziemlich gut, weil da 5 Leute AOE sind, die habe ich immer ziemlich schnell hochgezogen. Oh, ihr habt meine verlorene Gebetskette gefunden. Vielen, vielen Dank. Ihr seid wunderbar. Ich hätte sie nie verlieren dürfen. Hätte ich gesagt, die Wettkämpfe zu anfangen. Ich weiß nicht, wann mein Vater zurückkehren wird. Er sagte nur, ich müsste lange Zeit warten. Also sammelte er meine fehlenden Spielzeuge und gab sie mir, damit ich während ihr auf dem Bad damit spielen kann. Ich wollte ihn aufsuchen, aber ich kann nicht von hier fort. Es treibt mich in den Wahnsinn, es tut mir leid, aber könnt ihr diesen Brief lesen, da ich sagt, wo die Spielzeugkiste ist, diese und diese für mich holen? Wenn ihr Vater benutzt, bekommt ihr in Ort keine Schatzkiste, dann sagt, ja, das gibt es auch. Gleich auch mal, das habe ich auch noch nie gesagt. Und zwar, wenn das benutzen, das gilt als Typ Schatzkarte. Und jetzt
sehen wir, aktuelle Zeit 8:16 und um 8:21 Uhr ist an dieser Stelle dort ein Tor. Deswegen sollte man da jetzt halt schnell hinrennen innerhalb von 5 Minuten und die mal öffnen. Und durch das Gerede ist meine Kippe wieder ausgegangen. Abgrund First, den kenne ich, glaube ich. Ja, das ist der Typ hier. Den